ist interessant. Oh. Ja, und was bringt uns das jetzt? Super, jetzt ist die Tür hier aufgegangen. Ja, toll, ne? Mann. Da freut man sich irgendwie, dass man irgendwas Geiles gefunden hat. So, du gehst mal wieder voran, Brünnhilde. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Dann schauen wir doch mal in den Keller. Oh, hier rappert's. Ach, guck mal. Das ist doch der Raum. Das ist die andere Seite von dem Raum, wo wir nicht durchgekommen sind. Ah. Cool. Ach, hier war doch auch wieder eine Ratte, ne? Wo ist sie denn? Ach, hier. Yes. Tote können niemanden einsperren. Hört sich nach Untoten an. Hier haben wir einen Hammer, ein Tagebuch. Okay, interessant. Oh, und ein Amboss. Oder? Ah. Ein Tagebuch. Sie wälzen sich durch den Tunnel wie große schleimige Ratten. Schon bald werde ich ihre Schritte hören, ihr Schlagen an meiner Kellertür. Dass die Schmiede von Cecil hierfür schließen wird. Diese Türen, die seit 100 Jahren von Schneeregen wie bei Sonnenschein offen stehen, werden wegen ihr einer Schar lebender Knochen geschlossen. Vierter Rubren. Heute werden die letzten Feuer in meiner Schmiede brennen. Ich habe zahlreiche Fallen gebaut. Ich habe gehört, dass die Untoten kein Feuer mögen. Also werden sie eine Menge davon abbekommen, wenn sie es wagen, zu diesem Keller zu kriechen. Ich hoffe nur, dass keine Unschuldigen diesen Keller betreten, bevor die Fallen zugeschnappt sind. Aber dieses Risiko muss ich leider eingehen. Ja, gut, wir sind gewarnt. Oh, Eisenerz. Oh. Cool. Hier kommt wieder Pippi. Warte, wie war das? Wenn ich ein Schild über einen Amboss... Ne, irgendwie nicht. Das mit dem Schmieden und so, das muss ich mir echt nochmal irgendwo durchlesen. Vielleicht denke ich dann auch nachher gleich dran. Schädel... Oh, wieder der Leitfaden für Abenteurer. Giftampulle. Gift kann auf Waffen aufgetragen werden. Okay. Interesting. Das bekommt Pippi. Pippi kann das hier wieder zermahlen. Was? Ich dachte, du konntest das zermahlen. Und zerschlagen kannst du es auch nicht. What? Ich dachte... Kann zu Staub zerrieben werden? Ich dachte, das hätte ich schon mal gemacht. Warum geht denn das jetzt nicht? Da habe ich doch schon Knochenstaub. Na gut. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, schon wieder verschlossen. Jetzt muss ich das schon wieder in den Dietrich opfern. Ah.
Wahrscheinlich ist da jetzt eh nichts mehr Gescheites dahinter. Aber hier brennt schon ein Skelett. So, dann gehst du mal langsam vor. Wir haben die Fallen hier schon ausgelöst. Die Skelette sind schon tot. Da habe ich jetzt den Dietrich umsonst verbraten. Super. Na, immerhin noch Pfeilspitzen. Ja, so. Was steht denn hier drin in den Wurzeln? Okay, habe ich jetzt irgendwas Cooles gemacht? Oh, Eisenbahn. Aua. Ja. Wird jetzt hier jeder gelähmt? Nee, das war nur eine Falle. Oh, super. Warte mal, du bist jetzt mal alleine. Alte Kettenrüstung. 16. Und Frisur. Ja, ansonsten gibt es hier nichts mehr. Das ist wirklich nur der andere Raum. Schade. Kam wieder am Pippi. Das ist 16. Im Vergleich zu 8. Ich glaube, ich ziehe da das drüber. Das hat mehr Rüstung. So. Dann hätten wir das hier im Keller auch geklärt. Ich glaube, was anderes gibt es hier auch nicht mehr. Schade. Habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt hier in der Hütte. Dann, ja, würde ich sagen, können wir vielleicht nochmal diese Schmiede da hinten ausprobieren. Ob wir da noch ein bisschen was craften können. So, das hier ist ein Amboss. Ah, kann ich den so zerlegen? Zu Gold? What? Was? Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Keine Ahnung. Können das die anderen auch? Nee. Oh, halt. Das gehört doch Pippi. Außerdem ist Pippi unsere Handwerkerin. Jetzt muss ich die hier mal auswählen. So. Ich kann den da drauflegen, aber
Und wenn ich jetzt mit dem Hammer... Nee. Das verstehe ich noch nicht so ganz, wie das funktioniert. So, was haben wir jetzt hier alles? Okay, ein Schleifstein. A whetstone wheel. Now, what do I have that needs sharpening? Ein Brieföffner zum Beispiel. Brieföffner? Ah, da wird daraus ein magischer Brieföffner. Na gut, ist jetzt besser wie vorher? Ich weiß ja nicht. Ich Madoras Schwert nehme. Das kann nicht geschliffen werden. Okay. Und kann ich jetzt hier was mit diesen Eisenbarren machen? Ah, das geht. Da kann ich ein Schwert draus machen. Ein selbstgemachtes Schwert aus einem Eisenbarren. Okay, das mache ich mal. Einhandwaffe. Ist es besser wie das, was Brünnhilde hat? Ja, 16 bis 31 ist ein bisschen besser. Ja, wobei die hat aber mehr Minimumschaden auch. Und mehr Haltbarkeit. Kann ich das jetzt schleifen? Ah ja. Magisches selbstgemachtes Schwert, okay. Bis 34. Schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Okay, also wir wissen, wie man ein Schwert macht. Ich glaube, wir haben noch Stahl. Ah, aus Stahl macht man eine Axt. Okay, wissen wir das auch? Interessant. So, aber ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wie man aus alten Gegenständen, wie man da Materialien raus nimmt. Wie man die wiederverwerten kann. Hier vielleicht im Schmelzofen? Nee. 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 Ah. Ah, okay. Metallene Sachen kann ich dann zur Eisenbahn. Und warum die Kettenrüstung nicht? Haben wir denn noch so Scheiß? Und die Plattenrüstung wahrscheinlich auch nicht, nee. Okay. Und Erz, kann ich den da brennen? Ah ja. Zwei Eisenbahnen und Silber. Ach, das kann ich noch nicht schmieden. Okay. Jetzt habe ich zwei Eisenbahnen. Kann ich die auch irgendwie kombinieren? Einen großen Eisenbahn. Okay, warum nicht? Zwei kleine gibt ein großer. Macht Sinn.
Kann ich jetzt aus dem großen Eisenbahn irgendwas machen? Nee. Ah. Ah. Ein Zweihandschwert. Okay. Also große Eisenbahn, Zweihandschwert, einfache Eisenbahn, Einhandschwert. Macht durchaus Sinn. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Du kommst wieder hier rein. Okay, jetzt haben wir doch schon wieder ein bisschen was gelernt. Was das Schmieden angeht. So, und ich würde sagen, ich laufe jetzt noch kurz bis zum Markt. Und dann mache ich wieder eine kleine Pause. Dann versuchen wir das nächste Mal wirklich jetzt mal wieder ein paar Quests abzuschließen. Und dann auch mal... Ja, ich will nicht versprechen, dass es dann schon in der nächsten Aufnahme passiert. Quasi die Stadt zu verlassen. Damit wir auch mal ein bisschen was von... Ja, außerhalb von Syceel kennenlernen. So, dann stellen wir uns hier mal kurz in den Trubel hin. Und ja, dann würde ich sagen, an diesem Punkt verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da oder ein Abo, das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett, wir spielen Divinity Original Sin. Macht's gut, bis bald und Servus!